Mahlzeit. Ja, jetzt nochmal ein paar Tipps und Tricks, mehr oder weniger für die Kategorie Tipps und Tricks. Ja, Dinge zum selber machen. Und leider Gottes hat mir der Stream bei Twitch das vollständige Video versaut, weshalb ich jetzt quasi dementsprechend, ja, mehr oder weniger ein neuen Stream bzw. ein neues Video mache. Seht euch das Video bis zu dieser Stelle an, bis wo das Video natürlich versaut worden ist. Ja, tut mir natürlich leid, aber ich hatte jetzt kein zweites Kilo Fleisch, sonst hätte ich dieses Video also quasi nochmal neu gemacht. Okay, ich würde sagen, wir starten und ihr schaut euch das Video einfach an und ich blende dann an geeigneter Stelle dementsprechend einfach nur das Video aus, weil, wie gesagt, es fehlt die Hälfte. Schade eigentlich, aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser. Wir starten. Dann kann man sich sein Gehacktes auch selber machen. Und zwar benötigt man dazu einfach nur, Moment, etwas Schinkenbraten. In dem Fall ist das jetzt hier ein Kilo. Und ja, wer hat natürlich dementsprechend eine elektrische Maschine, Salz, Pfeffer, Paprika und natürlich dementsprechend Petersilie. Elektrischer Dann Fleischwolf, schneidet ihr natürlich. quasi, Moment. Also Gewürz ist da schon drin. Dann schneidet ihr quasi euer Fleisch in dementsprechende handliche Stücke. Die dürfen auch kulaschartig sein oder in dem Fall halt auch so. Ja, und wie ihr schon hier auf dem Teller seht, ich habe also schon ein paar Sachen durchgeschoben, kann man das Ganze dann dementsprechend selber frisch, ihr seht ja, wie schön rosa das Fleisch ist, ja, Schinkenbraten, lecker, lecker. Ich mache jetzt mal eben kurz hier unten das Licht noch an, damit ihr noch ein bisschen besser seht. So, ja, wann das jetzt? Würdest du bitte? So. Ja, und dann wie gesagt, Fleisch nehmen, flupp, rein und dann Maschine an. Das Ganze wird nachher später noch zusammengeknetet, damit das Gewürz sich auch ordentlich verteilt und das Ganze sieht dann so aus. Ja, das ist dann die Stelle, an der quasi, ja, der Stream versaut wurde, weil den Rest habt ihr dann gar nicht mehr gesehen. Aber das ist das Endprodukt mit Gewürzen, allem drum und dran, braucht also quasi jetzt nur noch zusammengeknetet werden, so wie man das normalerweise mit Mett oder Gehacktes macht. Und als Ergebnis hat man dann natürlich fertig gewürztes Hackepeter. Man kann das auch dementsprechend noch ein zweites Mal durch die Maschine durchziehen, dann wird es noch etwas feiner. Ja, und was soll ich euch sagen? Es ist relativ schnell, zügig vonstatten und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da und ja, abonniert uns. Ja, für eventuelle weitere Tipps und Tricks wird diese Kategorie Tipps und Tricks dementsprechend bestehen bleiben. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann würde ich sagen, schreibt die einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde alles beantworten und versuchen, so schnell wie möglichst umzusetzen für euch. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao.